Das hier ist Lutz. Der Lutz wird bald ganze 22 Jahre alt und für dieses wunderbare Jubiläum brauchen wir noch ein wichtiges Detail. Eine Luzine. Lutz, der alte Hund, der hatte nämlich noch nie eine Freundin. Das Maschinenbaustudium ist keine gute Kontaktbörse. Er muss einfach mal allen Ladies zeigen, was er für ein netter Kerl ist und den inneren Tiger in sich finden. Er wirkt manchmal ein bisschen schüchtern, aber wenn es Nacht ist, kommt sein wahres Ich hervor. Der berüchtigte Kotzenator. Da ist doch viel Potenzial, oder? Verkriech dich nicht in deinen Büchern. Mädels, lasst euch bloß nicht vom ersten Eindruck abhalten. Lutz ist kein Klugscheißer. Er ist einfach nur der super schlauste Mensch, den ich kenne. Bin mir sicher zu wissen, was ich tue. Ja. Sei nicht so ein verklemmter Emo. Zeig den willigen Bitches, wer der Boss ist. Dann müsstest du den nicht heimlich alle 2 Stunden einen runterholen. Lutz? Wink mal so in die Kamera. Pixelschatten geht keine Kompromisse ein. Das war schon immer so. Ich kapiere nicht, was alle immer zu meckern haben. Vor allem nicht, was Suse heute wollte. Da liegt sie da, so süß wie immer, ich schaue sie nichtsahnd an und plötzlich regt sie sich über das Video vom Samstag auf. Ein Scherz. Nein. Es ist doch nicht lustig. Glaubst du, ja, ich fand das bestimmt total witzig. Ja, guck dir doch die Kommentare an, natürlich ist das lustig. Ach, darauf achtest du nur nicht, was deine Freunde sagen, sondern was die Kommentare da bei Pixelschatten sagen. Das ist jetzt die richtigere Antwort. Ja, Mensch, ich wohne mit dem zusammen, der wird ja wohl noch den Schneid zusammenbekommen, mir zu sagen, wenn ihn irgendwas stört. Ach komm, wenn man verletzt ist, dann will man sich doch nicht die Blöße geben und dann das auch sagen. Vor allem Lutz nicht. Und jetzt nimmst du alle in Schutz und ich bin der Arsch, der die intimsten Geheimnisse von allen... Ja, irgendwo schon, ja. Irgendwo finde ich arschig, ja. Echt? Ja, schon. Ja, was soll ich dazu sagen? Und ja, das weiß ich auch nicht. Sie meinte dann nur noch, dass sie das auch nicht weiß. Vielleicht ist sie gerade einfach nur gestresst. Pixelschatten steht seit Jahren für Content, der dein Hirn fickt. Alles selbst gemacht, nichts aus der Konserve. Das verträgt nicht jeder. Pixel und die Frauen. Du meinst Pixel und Suse? Ein Thema für sich. Da ist aber jemand gut drauf. Ja, so in Prollo-Stimmung. Ja, Prollo-Stimmung ist geil. Suse steht anscheinend nicht auf Prollos. Hat zu Hause nur rumgezickt. Oh oh. Stimmt was bei euch nicht? Bei uns alles klar. Schon wieder ein Bewerbungsgespräch. Nächsten Montag. Tu mich schwer mit dem Gedanken, irgendwann einer von diesen Honks zu sein, die sich ihr ganzes Leben abrackern, um sich am Ende einen Herzinfarkt zu verdienen. War vorhin mit Dunja ein paar Körbe werfen. Boah, Dunja, du... Ja, und... Die wollen dann direkt einen Kontoauszug sehen. Ja, ja, so ungefähr. Mit Bilanz. Ich glaube, das ist eher so ein bisschen, sie wollen ihn halt erstmal einschüchtern. Also erstmal zeigen, dass hier doch noch ein Vater dahinter steht. Und ja, da war Robert, wurde auch dann, fing an, ein wenig zu stammeln. Das fand ich dann doch sehr süß. Aber er hat diese Klippe ganz gut gemeistert und dann erzählt, dass er ja viel wissenschaftlich arbeitet und so Sachen. Bla, bla, bla. Ja, ja, schön bla. Das kann der nämlich auch echt gut. Also auch wenn der oft so ein bisschen schüchtern wirkt oder als würde er nicht viel reden, der kann schon auch echt sich präsentieren. Ja, cool. Ja, also das hat dann eigentlich ganz gut geklappt. Dunja weiß genau, was sie will. Genießt ihre Zeit in Münster und hat einfach Spaß. Neuester Eintrag im Stickeralbum ist nun Robert. Geschichte, Magister, Typs lecker. Was meint ihr? Hält das wohl länger als 3 Wochen? Du bist so sensibel, mein Mann. Komm, lass uns hochgehen, Liebe machen. Dir werde ich's richtig besorgen. Ja, ich bin schon ganz feucht. Du kleines rosa Schweinchen. Ich habe sogar das Kondom schon übergezogen. Dich werde ich unter der Dusche so richtig einseifen. Oh ja, komm, mir wird schon ganz schwindlig, wenn ich nur davon höre. Aber erst beweise ich dir, wie stark ich bin. Ja. Sieh zu, ich kann dich ernähren, ich kann Kisten tragen. Toll, ich versuch's auch mal. Nein, hör auf damit, du bist schwach. Ist das schwierig? Das kannst du ja doch nicht.
Gib mir Mann, das. Bist du stark. Ich versuch's mal damit. Sieh, wie du rumkriechst. Oh, du mein Held. Los, schneller. Was würde ich nur ohne Folge dich tun? Mir. Oh. So, ja. Und rein da. Schnell rein ins Warme. Genau. Mm. Komm, wir treiben's gleich hier. Im Aufzug. Boah, was ist das? Ist das geil, oder ist das geil? So geil. Na, hallo. Ich bin die Tonja. Was ist das? Hallo. Was? Hi. Geil. Ey, wo hast du denn das Ding her? Nein, das sind meine neuen Mitbewohner. Die müssen da nicht sein. Ey, die soll ich doch direkt mal kennenlernen. Jetzt kannst du das erstmal allen zeigen, damit jeder sieht, was du für ein Mensch bist. Die müssen doch auch ihre Mitbewohnerin kennenlernen. Ja, aber vielleicht nach und nach. Und nicht direkt mit dem Anzug. Wo hast du das denn aufgegabelt? Darf ich mal. Ja, das habe ich einfach auf dem Flohmarkt gesehen und ich meine, komm, der ist schon gut. Guck nicht so pass auf, der geht doch kaputt. Warum? Komm, krass. Lass mal sehen, wie das. Der ist schon gut. Damit machst du also mal deine Videos. Ja, genau. Jetzt mach ich auch mal eins von dir hier. Nee, danke. Na komm. Ja, komm, film du mal dein neues Zimmer hier. Ja, wir sind fast schon fertig, ne? Krass. Du hast es ja auch schon ein paar Mal gemacht hier. Ja, ist der schnellste Umzug, bei dem ich je war, glaube ich. Nächstes Mal machen wir deinen. Ja, das werden wir sehen. Boah, halt mal drauf, geh mal richtig ran. Ey, Lutz! Bringt das heimliche Pumpen nichts, oder was? Ja, halt die Fresse, Mann! Na, ist das eine gute Einstellung? Ja, sieht gut aus. Ihr habt's ja echt auf Lutz abgesehen. Quatsch, man darf doch wohl das Offensichtliche sagen. Das wohlverdiente Wochenende hat wie immer angefangen. Arbeiten, Kuchen. Im Café ist mal wieder nicht viel passiert. Hatte ein paar Euro zu viel in der Kasse und hab's direkt verballert. Pixel, wie geht's dir denn? Am Ende hatte ich keine Lust mehr und hab den Laden geschlossen. Chef ist eh im Urlaub. Hi. Lutz, ist Freitagabend, Wochenende, Mann. Der Rest des Abends galt der gemächlichen Feierei. Suse war erst immer noch sauer, aber nicht mehr lange. Vor einem Jahr wäre so ein Abend wohl noch wilder abgelaufen, mit einer von Pixelschatten präsentierten kranken Aktion. Aber Steinhof ist auch gut. Lutz hat wieder die Nummer mit den Kopfhörern auf dem Kneipentisch abgezogen. Und Caro und die Groupies waren auch da. Boah, es ist ekelhaft. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren und guck mal, Pixel, du hast Groupies. Suse meinte letztens, dass die Groupies die einzigen seien, die Pixelschatten noch regelmäßig lesen würden. Und dass sie alles glauben, was hier steht. Vielleicht ist da was dran. Guck mal. Krass. Ja, da muss ich dazwischen gehen. Also voll krass. Der Rest des Abends war wie gewohnt. Dunja hat sich mal wieder mit ein paar Dorfprolls angelegt. Danach sind wir bei einem Döner versackt. Ich frage mich manchmal, ob wir nicht zu alt dafür sind. Aber irgendwie ist es auch schön so. Ich bin total fertig, hatte einen guten Abend, die Sonne ist schon aufgegangen und ich falle todmüde ins Bett. Es ist fast wie früher. Wollt ihr mal Lutz richtig fertig sehen? Groupies haben doch nur gequatscht, langsam reicht. Kein Kommentar. Auch mit Videos von Lutz. Alter Pixel. Was geht abseits des Blogs? Gruß aus Trier. Meinst du uns mit Groupies? Kann man das falsch verstehen? War ein schöner Abend. Und Groupies bleiben Groupies. Kein Kommentar. Pixel, bist du gerade online? Letzte Nacht hatte ich einen merkwürdigen Traum. Ich bin durch einen Gang gegangen und da waren überall Leute. Ich wusste genau, was die dachten. Kennt ihr das Gefühl? Und hinter den Menschen stand Suse. Und sie sah mal wieder total heiß aus, so wie nur Suse das tut. Und als ich auf sie zuging, versuchte ich auch zu lesen, was sie dachte. Aber sie schüttelte nur den Kopf.
Dann bin ich aufgewacht. Also, wie würden Sie sich denn selbst beschreiben, Paul? Oh, geiler Typ, würde ich sagen. Keine Ahnung. Irgendwas? Ich bin faul, ich habe keine Lust darauf. Nee. Ach Mann. Ja. Jetzt mach doch mit. Was wollen die denn hören? Ja, was glaubst du denn, was die hören wollen? Dass ich toll und großartig bin? Genau. Das läuft doch so. Suse. Mhm. Anne, jetzt, ich weiß. Lutz ist doch da, oder? Ja, und? Er pennt doch eh und hat seine Kopfhörer auf. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was ich in 5 Jahren mache. Das finde ich auch gut so. Ja, aber irgendwas wird dir doch einfallen. Ja, gut, ab und zu fallen mir Sachen ein, aber ich habe jetzt nicht so den Plan für die nächsten Jahre, so wie ihr beide. Ja. Ach Mann, jetzt spiel doch einmal mit. Also gut. Ich denke, ich bin gut darin, neue Ideen zu finden. Ich interessiere mich für Kunst und Medien. Das war noch schon im Abi meine Stärken. Außerdem habe ich seit ein paar Jahren einen Blog, in dem ich meine Gedanken und Erlebnisse aufschreibe und Partys organisiere. Alles neuer Content, alles von mir geschrieben, alles original. Ich weiß, wie man Leute informiert, begeistert und für sich gewinnt. Aber eigentlich warte ich nur darauf, in einem öden Büro vor mich hinzuschimmeln. Du nimmst das gar nicht ernst, oder? Nö. Suse macht sich so viele Gedanken über die Zukunft. Das geht ehrlich gesagt schon ein paar Monate so. Und, wie war das Vorstellungsgespräch? Hast es bestimmt gerockt. Bin ich hingegangen. Hab keine Lust, mich von Werbenazis ausbeuten zu lassen. Was hat Suse gesagt? Suse hat das Praktikum kein einziges Mal erwähnt. Krass, als ob sie ein Schutzschild um sich hätte. Normalerweise hält sie sich bei sowas nie zurück, aber heute Abend hat sie so getan, als ob nichts wäre, bis es dann eskaliert ist. Und Lutz, was ist mit Lutz los? Der hält auch seit Wochen die Klappe, aber irgendwas stimmt da nicht, so gereizt wie der heute war. Ja, das ist eine Brause. Mit Flirtfaktor. Okay. Wow. Ding, ding, ding. Oh ja, aber. Ja, und dann? Also, wenn wir das jetzt weiter reinstecken, dann wird das aber auch irgendwie. Ja, okay, nein. Jetzt ist es natürlich von der anderen Seite auch. Wir können das rumgeben, nein, wir können das. Ja. Oh ja, das. Wir machen da einfach Wodka draus. Ja. Das heißt, da hinten ist eine Flasche. Soll ich die mal holen? Wir machen mal hier so ein bisschen. Das ist so. Komm. Gut. Wir haben ja den Wodka komm. Da. Nee, ja, ich bin eklig. Ja, wir holen jetzt mal hier. Willst du noch ein bisschen Brause dazu haben? Nein, wir holen jetzt erstmal hier. Wir machen jetzt die Dinge. Zillenschleuder, ey. Fand ich, wäre es gesünder, das durch die Nase zu ziehen. Danke, nein. Das ist mehr hier. Vorhin auch? Ja, ne? Jetzt bin ich im Tee, aber was? Tisch ablecken. Nimm das so runter. Los. Warte mal, ekelhaft. Boah. Er kann das hier selbst am besten. Der Tiermann im Loch. Ja. Wollte ich das irgendwie. Also, ich kenne das halt nicht, deshalb. Hm. Aber ich glaube, dann. Was denn? Dein Blog. Über was schreibst du denn da eigentlich? Alles Mögliche. Scheißdreck. Was heißt denn alles? Ach so. Was heißt denn alles Mögliche? Ja, Erlebnisse, Gedanken, was mir halt so einfällt. Sag ich ja, Scheißdreck. Ja, aber halt auch über uns eigentlich, über unsere. Oh, wir klicken. Ja. Ja, was wir halt so machen und auch Partys organisieren. Mhm. Und dann die Fotos halt reinstellen. Okay. Dass jeder die findet. Das ist halt wie so eine kleine Zeitschrift, würde ich sagen. Das ist ganz gut. Muss mal lesen. Hast du schon? Habe ich mal manchmal. Ja? Ja, siehst du. Ja, nee, jeden Tag lese ich das. Debert ist dein größter Fan. Ja, ja, ja. Da hast du wieder ganz toll gemacht gestern. Ob du dich für Pippis Liebeskummer oder seinen Studiengang interessierst oder nicht? Ja, man muss doch nicht immer über, was weiß ich, über irgendwelche philosophischen Weltthemen reden. Ich meine, es interessiert ja manche Leute auch, was einfach am letzten Wochenende los war, oder? Klar. Gut, da hast du natürlich recht. So aus dem täglichen Leben einfach. Okay, wen es interessiert, klar, dann kann man es natürlich lesen. Hm. Ja, und wem es nicht gefällt, der kann es lassen. Also. Ich glaube, ich bin mittlerweile die Einzige, die sich nicht im Internet verprostituiert. Sauber.
Sensibles Thema hier. Okay. Das kann sich doch jeder selbst aussuchen. Mit den richtigen Leuten jetzt zusammen, glaube ich. Braucht man auch nicht drüber herziehen. Also wenn Münster jetzt hier wäre, dann ist Warndorf hier. Also es ist echt nicht weit, eine halbe Stunde vielleicht. Doch so viel. Okay. Und ich wohne mit Lutz in der WG und Suse noch zu Hause bei den Eltern. Und das nervt dich nicht, wenn du jeden Tag irgendwie für die Uni durch die Gegend fährst oder was? Nee, ich studiere gar nicht. Ach, okay. Und was machst du? Ich arbeite in einem Café, also in Warndorf. Ah ja, okay. Ich geh mal aufs Klo. Ja gut. Suse, warte mal. Suse, lass mal gehen jetzt. Suse, ja. Lass uns mal abhauen. Warum denn? Weil ich morgen arbeiten muss. Aber du hast doch morgen frei. Nee, hab ich jetzt nicht mehr. Ja, wie hast du jetzt nicht mehr? Ich will jetzt gehen, jetzt komm mit. Pixel. Was ist denn? Ich wollte dir nur sagen, ich spiele ein Konzert und du solltest kommen. Du wolltest das doch mal sehen. Ich spiele am 1. Mai ein Konzert. Ja, nee, aber 1. Mai geht nicht, tut mir leid. Warum? Ja, weil wir da jedes Jahr eine Wanderung machen, alle zusammen. Eine Wanderung kannst du das ganze Jahr machen. Ja, Konzert ist auch immer cool. Ja, aber das... Vorbei. Ihr könnt ja nachkommen. Ja. Was willst du denn? Ich habe so langsam echt keinen Nerv mehr auf deine Ausraster. Ja, wenn du keinen Bock hast, dann lass es doch einfach. Gut. Was gibt's denn da, ne? Gar nichts. Hast du noch Bock? Ich weiß nicht, warum Studenten sich immer für was Besseres halten. Schließlich sind die meisten ja eigentlich nur Parasiten, die vom Geld ihrer Eltern leben. Suse, es wäre wirklich nett, wenn du wieder ins Handy gehen würdest oder zumindest auf meine Mails antwortest. Vielleicht hast du ja viel zu tun, aber das würde ich wirklich richtig gut finden. Wie verzweifelt muss man sein, wenn man Lutz um Rat bei Beziehungsproblemen fragt? Ey, Alter, man nervt nicht. Wo ist denn jetzt dein innerer Tiger? Suse. Suse, jetzt sei doch nicht so. Hey. Hallo, Suse. Hallo, Pixel hat mir gesagt, dass es ihm voll leid tut, was er gemacht hat. Suse, jetzt sei lieb und gib mir ein Küsschen. Wer ist denn jetzt Emo? Aber die übertreibt total, aber mach dir keine Sorgen, okay, ich krieg das hin. Okay. Ja, ciao. Tschüss. Ich brauche auf den Tiger wieder. Lass sie doch. Die ist bestimmt bald nicht mehr sauer. Pixel, manche Frauen brauchen halt länger. Das ist so. Das hat was mit den Hormonen zu tun. Was erzählst du schon wieder? Kleiner! Ich kann mich noch daran erinnern, als Pixelschatten mehr als eine dumme Idee wurde. Ich glaube, ihr könnt euch auch noch daran erinnern. An die Abi-Partys, an die Fotoalben, an die Konzerte. An den 1. Mai jedes Jahr. An Suse, Dunja, an Lutz. Ihr wart mir über die letzten Jahre sehr treu. Eigentlich kann ich mir ein Leben ohne Pixelschatten nicht vorstellen. Die Frage ist aber, könnt ihr euch ein Leben ohne Pixelschatten vorstellen? Wollt ihr, dass Pixelschatten weitergeht? Pixelschatten geht weiter, weil du weitergehst. Und wenn es nicht rockt, schmeißen wir eben eine Party. Alter, was ist denn mit dir los? Ach, Suse, komm schon. Meld dich doch bitte. Der Tiger war doch süß. Ich dachte, ihr hättet euch schon wieder gesehen. Nein. Oh-oh. Ich red nochmal mit ihr. Habt ihr schon mal was von Pixelschatten gehört?
Pixelschatten? Pixelschatten, ja. Ja, das sagt mir nichts. Und zwar ist das www.pixelschatten.de. Ah ja. Und du findest das... ja, mach mal eine Grimasse. Wird das jetzt hier ein Foto, oder? Nee, ist ein Video. Okay. Ist ein Video. Klatsch mal in die Hände. Super. Okay, und sag mal, dass du es kennst. Kenn ich. Ja? Findest du es gut? Oh. Klatsch mal in die Hände, wenn du es gut findest. Ich mache eine kleine Umfrage zum Thema Internet. Internet, also da habe ich keine Ahnung. Da ja, waren ganz viele Arschritzen nebeneinander. Und, ja, das hast du gesehen? Ja. Ja, das ist von mir. Ja, du kannst auch springen. Nochmal. Da hat jemand Freizeit. Was machst du ja eigentlich den ganzen Tag? Was meinst du? Na, wenn wir uns nicht sehen, was machst du dann? Das kannst du doch nachlesen. Hey, hm? Was ist denn los? Du weißt doch, was ich den ganzen Tag mache. Ja, aber... Ich finde es komisch, mich auf Pixelschatten zu sehen, wenn du über mich schreibst. Wenn ich über uns schreibe? Hm. Willst du nicht, dass ich über dich schreibe? Nö. Gar nicht? Nee, gar nicht. Wie soll ich denn das machen? Ja, das musst du ja gar nicht heute. Gar nicht? Dann ist da ein Loch immer. Wenn ich mit dir was mache, ist dann... Ja. Muss ich mir was ausdenken? Nee, das geht nicht. Genau in diesem Moment ist mir klar geworden, dass etwas nicht stimmt. Und das hat weder mit dem Lutz-Video zu tun, noch mit dem Praktikum oder den Einträgen. Die Art, wie Suse mit einem Augenzwinkern gute Laune vortäuscht, habe ich bis jetzt nur erlebt, wenn ihr ernsthaft etwas auf dem Herzen lag. Und wenn ich dir jetzt die Hose aufmache und ausziehe, das kommt dann auch auf Pixelschatten. Hm? Natürlich. Natürlich. Da. Und wenn ich mir jetzt die Hose aufmache und ausziehe, das kommt dann auch auf Pixelschatten. Das erst recht. Ach, das erst recht? Ja. Oder bilde ich mir das einfach nur ein? Mit dir bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Nee? Nein. Was willst du denn hören? Eine ehrliche Meinung will ich hören. Eine ehrliche Meinung zu Pixelschatten? Genau. Das ist quasi ein Meinungsbarometer, das ich gerade erstelle. Okay. Also. Ja, ich hab's doch schon gesagt. Also aus dir sprudelt es nur so heraus. Ich bin guter mit der Kamera. Früher bin ich, glaube ich, öfter draufgegangen. Und jetzt, jetzt hat sich das halt ein bisschen reduziert. Aber ich find's gut, dass du das machst, weil es dein Ding ist, glaube ich. Weil es mein Und Ding das finde ich gut. Oder? Also du hast doch auch Spaß. Ja, natürlich habe ich Spaß daran. Ich auch. Du auch. Das freut mich. Dann mache ich das auf jeden Fall weiter. Caro findet das ganz super, das kann man vielleicht festhalten. Ja. Ne? Warum sagst du eigentlich immer das Blog? Das Blog? Hm? Keine Ahnung, das habe ich schon immer gesagt. Ja, eben, du sagst immer Was das Blog. Was sagst du denn? Ja, der Blog. Der Blog, und wieso? Na, weil ich glaube, dass es richtig ist. Ja, ich glaube auch, dass es richtig ist. Gut. Einigen wir uns auf Pixelschatten. Okay. Das Block überhaupt. Andere Den Block überhaupt. Brauchst du gar nicht. Und du auch nicht. Alter, warum schreibst du wie Suse dir die Hose aus? Arme Suse, der schnallt nicht, was er mit ihr macht. Pixel ist ein Arsch. Du kennst ihn doch gar nicht richtig. Leute, beruhigt euch doch mal. Der Typ bringt nichts auf die Reihe. Ich würde es nicht mit ihm aushalten. Vielleicht verarscht er alle. Der ist wirklich so drauf. Wer sagt das? Ich. Trotzdem postest du hier. Warum fragt er Suse nicht einfach, was los ist? Vielleicht ist es wirklich an der Zeit, das Blog zu beenden.
Vielleicht liegt es auch in Warndorf. Ich will mehr als das hier. Ja genau, mach mal was anderes als Warndorf. Zeig ihnen, was in dir steckt. Zieh los und such nach neuem Input. Dunja. Du kannst auch mit Pixelschatten machen, was du willst. Alle ignorieren, welche Bedeutung Pixelschatten für uns hat. Nein, du ignorierst alle mit deiner Einstellung. Verstehst du überhaupt, wie du über uns schreibst? Ach komm schon. Was sollten die ganzen Kommentare über Robert? Genau. Nicht die ganze Welt hat sich gegen dich verschworen. Sag einfach mal klar, was du willst. Pixelschatten soll Leute zusammenbringen. Ich will Spaß, ich will Kunst, ich will ein Pixelfest. Ich will das Alte mit was Neuem verknüpfen. Ich will was Produktives. Vielleicht braucht Pixelschatten einfach nur eine Pause. Wir sprechen Samstag drüber. Soll gutes Wetter geben. Irgendwann muss es ja passieren. Der kleine verklemmte Lutz hat all seinen Mut zusammengenommen, um dem bösen Pixel mal ordentlich die Meinung zu sagen. Ich hasse Leute, die nicht einfach ehrlich sein können, bis sie dann ohne Grund austicken. Wer ist denn hier der Parasit? Was soll das denn jetzt auf einmal heißen, hä? Weißt du was? Sag ihm, er soll sich selbst pixeln. Als ob Pixelschatten für seine gesamte frustrierte Existenz verantwortlich wäre. Mir war schon am Morgen bewusst, dass sich da was zusammenbraut. Die Art, wie Suse und Lutz mich anschauen und wie sie über mich reden. Boah, pass auf! Hey! Na? Na? Ja. Über wen lästert ihr gerade? Über dich. Über mich? Nein, war nur Spaß. Ja. Rück vor, ich komm nach. Und links rüber, komm. Ich rette dich. Bam. Sag mal, kann es sein, dass du inzwischen mehr Brusthaare bekommen hast? Mhm. Zwar jedes Mal, wenn ich an dich denke, wächst mir ein neues. Schon wieder. Bei 3 Haaren würde ich mir allerdings Sorgen machen. Ey. Pixel? Ja? Ich glaube, ich bin Stralle. Das war toll. Stralle finde ich lustig. Auf Stralle. Ja. Auf Stralle. Hast du eigentlich schon mal mit Caro geredet? Nee. Wieso? Na, ich weiß nicht. Weißt du nicht, warum? Nee, grad nicht. Naja, sie ist jetzt schon ziemlich oft immer bei uns, oder? Ja. Stört dich das? Nee, das stört mich nicht, aber ich glaube, sie... Naja... Was denn? Ich glaube halt, sie steht auf dich. Echt? Nee. Doch, komm. Nein, das glaube ich nicht. Doch. Nein. Doch. Die Caro doch nicht. Ach, guck mal, wie oft sie da ist und... Ja, die hängt halt gerne mit uns ab, aber... Ich meine, das ist deine kleine Schwester, die wird doch nicht... Ja, aber wie sie dich auch anguckt. Wie sie mich anguckt? Suse, bist du eifersüchtig auf deine kleine Schwester? Nein. Nein? Sollte ich? Suse macht sich was vor. Als ob Caro irgendwas damit zu tun hätte, dass sie nicht mehr ehrlich zu mir ist. Sie weiß doch selbst nicht, was sie mit sich anfangen soll. Es ist schade, dass unser letzter gemeinsamer Tag mit solch verlogenen Gesprächen enden muss. Das ist auch nicht so genau, aber man kann ja zum Beispiel über die Stadt was machen oder... So eine Idee, so ein paar Fotos machen oder berichten, was so passiert. Das mache ich ja schon alles. Ja, aber nicht nur so, nachdem es passiert ist, dann erzählen, wie toll das war und das Ganze breiter aufziehen. Was ich total witzig finde, Bilder von Baustellen.
Bilder von Baustellen. Die Leute interviewen, was da gerade passiert, was wird hier gemacht, was wird da gemacht. Das ist doch langweilig. Was aufgebaut wird. Nee, aber ganz, ganz einfach so ein bisschen eine andere Richtung gehen. Geben. Also von diesen ganzen Partys weg und so. So, Freunde. Wie jedes Jahr sind wir am 1. Mai hier draußen auf den Feldern zusammengekommen, um den Frühling zu begrüßen. Ich begrüße auch ganz herzlich unser neues Gruppenmitglied Robert. Hallo, Robert. Herzlich willkommen. Der trinkfeste Robert in unserer Mitte. Na? Na? Wie läuft's so? Auch ganz okay. Bei dir und Suse? Ja, jetzt auch wieder. Hoffe ich. Hoffst du? Macht nämlich nicht so den Eindruck. Ja, doch. Also, es war schon anders als sonst, aber ich glaube, meine kleine Entschuldigung ist ganz gut angekommen. Ja. Ich habe manchmal das Gefühl, irgendwie, die verstehen Pixelschatten alle gar nicht mehr. Und halt dich vielleicht auch überhaupt nicht. Oder nicht? Ja, vielleicht. Mach dir mal nicht so viele Gedanken. Also, wenn du mal drüber reden willst oder dir irgendwas durch den Kopf geht, dann schreib mir einfach eine Nachricht, wenn du Lust hast. Das ist lieb von dir. Danke. Bitte. Und, wie läuft's in der Schule? Toll. Ja? Ja. Hey, Lutz. Ich weiß, dass du sauer bist wegen dem Video immer noch. Und ja, ich wollte einfach nur sagen, dass es mir leid tut. Du hast echt keine Ahnung, worum es geht, oder? Was meinst du? Ich lass mir von so einem kleinen Verlierer wie dir nichts mehr sagen. Lutz. Hör mal, ich habe mich doch gerade bei dir entschuldigt, oder? Und außerdem war das Video ja mal halb so wild. Da habe ich schon viel schlimmere Sachen über mich selber online gestellt. Was? Verpiss dich, du Pimmel. Auf sowas habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe auf dich keinen Bock mehr. Wer ist denn hier der Parasit? Was soll das denn jetzt auf einmal heißen, hä? Weißt du was? Sag ihm, er soll sich selbst pixeln. Ey, was hat denn der auf einmal? Ja. Ich habe echt geglaubt, dass wir zumindest noch miteinander reden können. Und vielleicht wird der ein oder andere jetzt sagen, war ja vorprogrammiert, du Idiot. Aber ehrlich gesagt, das war's für mich nicht. Pixelschatten war bis jetzt mein Leben. Das soll sich ändern. Ich habe keinen Bock mehr auf diesen Alltagstrott. Was ich dabei zurücklasse? Wahrscheinlich wie Dunja und Robert knutschend auf Lutz' Bett liegen, wie Lutz in seinen Schlafsack springt, obwohl es sein Bett ist, wie Caro aus dem Gewusel flieht und es sich auf der Couch bequem macht. Und natürlich Suse. Suse, 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 Suse. Es war eine verdammt geile Zeit. Aber das reicht mir jetzt. Dies ist mein letzter Eintrag. Unser letztes Mal. Hör mal auf damit. Jetzt bleibst du schüchtern. Sexy. Jetzt hast du ja einen Vollbart, aber das steht ja auch nicht so schlecht. Das kitzelt. Ja. Da unten tut sich ja was.
Alte Scheiße. Alter, leiten an. Fuck. Alter, Pixel, du Stecher. Wo kommst du denn her? Weißt du sie davon? Bestimmt. Hat René gerade geschickt. René hat's von mir. Pixel. Muss ich bestimmt total geil finden. Peter! Ja, ich ruf dich an. Das Video ist überall, mein Bruder hat's gesehen. Der ist 12. 22 SMS bekommen. Das ist doch voll peinlich. Nina, bist du zu Hause? Nee, in Dortmund. Das Video ist in Dortmund. Hat sich hier nichts geändert über die Jahre. Ja, das muss man doch löschen. Hast du Caro erreicht? Ja, das sind die immer noch. Die liegt immer noch auf der Couch. Oh. Leute, hier ist die Hölle los. Ich hab's auch gehört. Was? Pixel ist weg. Geh weg. Abgehauen. Das ist nicht offensichtlich. Ficken! Ich hab nicht so viel Zeit, muss mich um Soße kümmern. Telefonieren? Oh, jetzt nicht. Dann ein paar Sachen mitgenommen und ist weg. Wohin? Oh, keine Ahnung. Hier ist voll die krasse Stimmung. Handy hat er hier gelassen. Was sagen die anderen? Tun's, als ob nichts wäre und verkriechen sich. Doch tolle nicht so eine Scheiße, Caro. Ich versuche das Video hier rauszubekommen. Seht ihr? Wix-Vorlage für Lutz. Was bist du eigentlich Lutz, kannst du das nicht löschen? Dorfjugend im Porno waren. Ich such das Passwort. So tut so, als ob nichts wäre, verkriecht sich und geht dann zurück. Würde ich auch machen. Pixel, was ist hier los? 1000 Klicks. Pippa im Referat und dreht heimlich Porno. Das ist kein Porno. Stimmt, man sieht eine Schnurrbärte. Wie geht's dir denn, Caro? Klicks. Kann mir jemand sagen, was passiert? Pixel hat ein Sextape gepostet und ist verschwunden. Heute in der Uni. Was war in der Uni? Suse sollte Pixel verklagen. Die Polizei sagt, dass sie auch nichts machen kann, wenn es keinen Verdacht auf ein Verbrechen kann gibt. Kann die Polizei nicht das Pixels Video Pixels Vater rausgehen? Ist extra aus Bochum gekommen. Er weiß auch nicht, wo Pixel ist. Und Suse tut so, als ob sie egal ist. Mal was Ähnliches wie Suse passiert. Vielleicht hätte ich mal mit ihm reden sollen. Versammeln sich alle, die jemals auf Pixel waren. War noch nie. Ja, yeah, es sollte ein Heimvideo-Contest geben. Bin dabei. Braucht man da nicht zwei für? Das ist einfach nur krass. Hab's gerade gesehen. Klicks. Eigentlich doch im zweiten Teil mit der richtigen Action. Schluss jetzt. Hab das Passwort und das Video gelöscht. Hier gibt's nichts mehr zu diskutieren. Schade, jetzt ist alles wieder ruhig. Alle tun so, als ob nichts wäre. Na und? Dann ist er halt weg. Verstehe mal noch nicht, was da passiert ist zwischen Pixel ja. und Suse. Geht's dir denn wieder besser? Der ist bestimmt einfach ein paar Leute besuchen. Bestimmt. Ihr seid doch alle froh, dass er weg ist. Suse und die anderen haben ihn wie Scheiße behandelt. Die haben Pixelschatten nie verstanden. Er hat ja auch seinen Teil dazu beigetragen. Wir hatten ein total intimes Gespräch am 1. Mai. Aha. Ich schwöre, da war was. Du bist ihm egal. Ist besser, wenn du das kapierst. Für ihn bist du nur ein Groupie. Ich habe alle durchtelefoniert. Caro, hör doch auf damit. Mit Pixels Papa habe ich auch schon gesprochen. Oh Mann. Der weiß auch nicht weiter. Was soll der auch machen? Können wir das Auto von einer Mutter haben? Dann können wir ein paar Stationen abfahren. Caro, der sitzt irgendwo in der Sonne und lacht sich dämlich. Das ist genau, was er dann wollte. Dann fahre ich eben alleine. Pixel, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll, als dir hier direkt zu schreiben. Es ist allen egal, ob du da bist oder nicht. Sie sind alle gekränkt, weil sie nicht verstehen, worum es dir ging. Ich will nur wissen, dass es dir gut geht. Geht's dir gut? Weißt du, wie lange ich nach dir gesucht habe? Wo zum Teufel bist du? Ach, Caro. Ach, Caro? Gerade keine Zeit, erzähle ich dir später alles. Schönes Video. Irgendwie künstlerisch. Wer sind denn die anderen Leute im Video? Yeah, Pixel ist zurück. Ganz schön arty-farty. Der alte Fuchs. Pixel ist zurück. Zumindest postet er wieder. Von wo auch immer. Wiedergeboren, upgraded, stärker und selbstbewusster denn je. Genau in deine Fresse rein. Das ist das neue Pixelschatten, der beste Block überhaupt. Du willst wissen, wie es uns allen jetzt geht? Fangen wir bei Lutz an. Da hat sich einiges getan. Ja, der kleine Lutz wird flügge. Und er ist immer noch ein ganz schöner Sturkopf. Lutz? Ey, Lutz! Oh, hey. Hi. Hey, na? Hi. Lange nicht gesehen. Hallo. Ja, stimmt. Und wie geht's? Gut, und euch? Ja, auch gut. Das ist Cutter.
Hi. Was machst du hier? Aber eigentlich fand ich das Video ganz cool. Ja? Hast du es gesehen? Ja. Liest du da noch oft, oder? Mhm. Nee, ich war eigentlich nur durch Zufall mal wieder auf der Seite. Hey, aber schön, dass du da bist. Das kommt einem so lange vor, ne? Ja, obwohl es nur 3 Wochen waren. Ja. Am Anfang wollte ich echt gar keinen sehen. Da hatte ich überhaupt keine Lust auf niemanden. Jetzt geht's langsam wieder. Doch, ich habe mich letztens mal an den PC gesetzt und habe mir die ganzen alten Sachen von uns mal angeguckt. Die ganzen Videos, Fotos und so weiter. Und dann habe ich angefangen rumzuschnippeln und das Video gemacht. Und dabei ist mir was klar geworden. Dass das alles vorbei ist. Nein, nicht, dass es vorbei ist, sondern dass wir weiterschreiben müssen. Wir müssen Pixelschatten weiterschreiben, zusammen, alle. Vielleicht kriegen wir damit ja eine Reaktion. Hm. Und irgendwo sind wir uns das ja auch schuldig. Also ich bin niemandem was schuldig. Ey, lass uns doch wenigstens gucken, was noch so drin ist, was wir da rausholen können. Caro denkt sowieso, dass ich... Hast du denn daraus nichts gelernt? Also ich find's eine geile Idee. Wir beide und Suse. Suse? Ja, wir können doch da richtig was starten. Die noch Bock hat. Hi. Hey, na? Na, was macht ihr? Wir schwatzen oder so. Hi. Ihr wollt jetzt los? Ja. Okay. Lutz interessiert es nicht mehr, was vor ein paar Wochen passiert ist. Der ist darüber hinweg. Und für das neue Pixelschatten kriege ich ihn auch noch. Da hat der Kleine keine andere Wahl. Schließlich verträgt der Block noch ein bisschen Farbe. Dunja wiederzusehen war ziemlich aufregend. Aber dann noch das blaue Auge, ich dachte, ich spinne. Sie meinte einfach, das gehört zum neuen Upgrade. Guck dir das mal an. Super. Stell dich mal davor. Genau, mach die mal nach. Ja, geil. Das ist ein Foto von mir. Das ist mein blaues Auge echt. Ja, was hast du denn jetzt da gemacht? Geprügelt habe ich mich. Du hast dich geprügelt? Ja. Weißt du eigentlich, wie Suse irgendwie geht? Also hast du die mal getroffen? Und was hat sie gesagt? Ja, die hat irgendwie auch fast gar nicht drauf reagiert. Halt, messen. Ist irgendwie voll cool geblieben und... Ja, Suse ist cool, aber... Ja, obwohl die halt echt dann ziemlich viel Scheiße durchgemacht hat. Caro hat das Ganze ihren Eltern erzählt. Echt? Ja. Die ist damit zu den Eltern gegangen. Ja, klar, Caro halt, ne? Ey, die ist so krass drauf, manchmal. Und dann halt, ne, die Idioten an der Uni, die alle dieses Video gesehen haben. Was haben die denn gemacht? Ja, ach Gott, in allen Vorlesungen irgendwas Blödes an die Tafel gemalt. Suse, Brüste. Ja, toll. Naja. Wie im Kindergarten. Ja, natürlich, Kindergarten. Ja, ich kann mir schon vorstellen, auch mal so ein Video. Ja. Das Video zu machen. Ich wollte gerade sagen, du wärst die Erste, der ich das zutrauen würde, so ein Video zu machen. Ja, Robert ist ja noch nicht so von begeistert von dieser Idee. Nicht? Musst du ihn überzeugen? Ja, kannst du auch einfach heimlich machen. Es gibt ja so kleine Kameras. Wäre doch echt schade, wenn das so auseinandergehen würde. Dafür seid ihr mir zu wichtig. Und? Ja? Was denkst du? Ist richtig gut. Ne? Ob wir das Richtige tun? Keine Ahnung. Aber es ist besser, als einfach rumzusitzen. Und so gut wie jetzt habe ich mich mit Dunja nie verstanden. Vielleicht funktioniert's ja. Und vielleicht klappt's auch mit Suse. Aber pscht, das bleibt alles ein Geheimnis zwischen dir und uns. Du bist also wieder zu Hause? Er hat einiges wieder gut zu machen. Scheint ja zu klappen. Er soll sich wieder ganz schnell verpissen. Das letzte Video war ja lahm. Seifenoper. Pixel, der alle für Pixelschatten zurückgewinnt. Pixelschatten ist tot. Also ob Susi ihm jemals verzeihen wird? Susi tut so, als ob sie das nicht interessiert. Wirklich? Ich hab's dir erzählt und sie hat nur gelacht. Abwehrreaktion. Pixel, bin heute den ganzen Tag erreichbar. Meld dich mal. So, jetzt. Ist doch alles halb so schlimm. Wenn du mich fragst, gibt's keinen Grund zur Aufregung. Was kann man da auch sagen, wenn man nach dem ganzen Mist mit dem Video nach Hause kommt? Ich würde Lutz einfach sagen, dass die Einträge auf Pixelschatten der Vergangenheit angehören. Schließlich hat sich ja einiges verändert. Ich würde Dunja sagen, dass sie einfach eine geile Sau ist, ne?
Und Robert natürlich auch. Die sind nämlich schon länger als 3 Wochen zusammen. Und Suse? Suse. Ich würde erstmal klarstellen, dass sie viel zu gut für so ein aufmerksamkeitsgeiles Arschloch ist, das wahrscheinlich jetzt erst merkt, wie sehr er sie vermisst. Aber dann müsste eigentlich wieder alles gut sein und das ganze Drama ist dann abgehakt. Und sieh mal, was unter den Einträgen abgeht. Glaubt ihr wirklich, dass Suse da mitmacht? Ist sich sogar ziemlich sicher. Suse ist das alles total egal. Aber dir nicht. Ist sowieso krass, dass Lutz und Dunja da mitmachen. Wieso? Weil er euch vorher nur fertig gemacht hat. Der Pixel und die Frauen. Go Pixel. Hier geht's ab. Hey Lutz. Irgendwas ist mit dem passiert. Pixel, dir geht's gut? Hab mir Sorgen gemacht. Vielleicht war er im Kloster. Ja, auf Jamaika. Er war wahrscheinlich die ganze Zeit in Münster. Auf dem Mond. Pixel ist ein Alien. Hendrik, jetzt ist es endlich raus. Glaubst du wirklich, dass Suse bei Pixel Schatten mitmacht? Suse. Die hat da keinen Bock drauf. Wenn du mich fragst. Ach komm schon. Meld dich doch einfach. Du willst sie wirklich wiedersehen, oder? Kann mal mit dir reden, wenn es dir was bedeutet. Muss mir dann aber wahrscheinlich die bescheuertsten Dinge anhören. Hast du eine aktuelle Handynummer? Salz. Mir. Die denken einfach immer noch, ich würde dich verprügeln, die sind hinter mir her. Und ich laufe und also ohne Scheiß. Und die die hat mich angesprungen. Ach Quatsch. Die lief hinter mir her und hat quasi, also wenn man das jetzt damit... Was hat die mit dir gemacht? Naja, sie hat... Voll gefüllt oder dich? Sie hat mich abgefüllt. Nein, sie hat mich abgefüllt auf der Stelle. Nein, aber ich brauche Salz, auf das ich meine Freundin verprügeln. Und? Nee, ich finde hier nichts. Ja, krass schon, aber irgendwie, dass dann halt alles so auseinanderbricht. Also das hätte ich, weiß nicht. Das hat mich in dem Moment dann irgendwie doch auch traurig gemacht. And from the top, so. Ja, nee. Ich merke auch. Das ist zu 80er-mäßig. Ja, ja. Wir brauchen irgendwas Schönes. Irgendwas mit Melodie. Mit Melodie, richtig. Nicht so ein... Hi. Hi. Ja, leg deine Sachen. Ich leg meine Smart ab. Ja. Setz dich. Alles fit? Schon, ja. Und bei euch? Ja. Ja, ne? Sieht so aus. Warte, erst mal. Wie geht's denn dir? Ganz gut. Willkommen. Ja, trink jetzt mal einen Willkommen-Food-Drink. Prost. Prost. Wer ist Bruder? Prost. Bruder, ne? Also ich habe irgendwann mal so ein paar Sachen zusammengebastelt. Was bastelt ihr denn? Sowas hier. Das sind halt so irgendwie mit dem Klavier noch und... Klavier? Ne? Okay. Warte. Ja, wir basteln ein Lied, also so okay. Irgendwie. So. Das. Also finde ich eigentlich ganz gut. So. Das ist besser. Ja. Vielleicht das für den Anfang muss man sich noch was einfallen lassen, aber... Suse, wir machen das Tequila-Lied. Das ultimative Tequila-Lied. Genau. Das muss irgendwie klingen wie eine Ansage, weißt du? Okay. Wir sind super, wir sind geil. Ja, das wissen wir ja. Das wissen die anderen auch. Gut, es reimt sich nicht. Aber wir ziehen uns Tequila rein, das finde ich gut. Ja. Aber wie viel, das ist die Frage. Okay. 52 Tequila. Wir sehen uns nüchtern wieder. Ja, geil. Nochmal. Ja. 52 Tequila. Wir sehen uns nüchtern wieder. Ja doch, das hat doch was. Ich finde, das muss auf dem Block. Auf dem Block, oder? Echt? Nicht? Findest du? Wie das Lied, oder? Ja, klar. Und dann machen wir noch ein Video dazu.
Wir gehen Musikvideo. Ja, geil. Suse ist zurück. Wir haben den ganzen Abend zusammengesessen, an diesem bescheuerten Lied geschrieben. Das hat alles aufgelockert. Waren auf der Straße und haben unschuldige Passanten überredet, bei unserem Video mitzumachen. Nach ein paar Stunden war uns nichts mehr peinlich. Und jetzt sitze ich hier mit Lutz, der das Ganze zusammenschneidet. Jo, ich hab's soweit erstmal. Hier, schau mal. Zack. Ja, das ist richtig gut geworden. Das wird eine Einladung zum Feiern. Und du sollst dabei sein. Ich hab gehört, hier gibt's ein neues Gangbang-Video. Diesmal mit Dunja und Lutz. Dunja schau ich mir gerne an. Gespannt. Schön, dass ihr wieder zusammengefunden habt. Tommy hat euch vorhin in der Stadt gesehen. Ich glaub das immer noch nicht, dass der Susi überredet hat. Wie geht das denn weiter? Sind Pixel und Susi wieder zusammen? Niemals. Bin gespannt, was ihr zu bieten habt. Best Friends Forever. Die sind doch alle besoffen. Verlust. Hab schon weitergeleitet. Tequila. Nervt und rockt. Ich trinke auch. Geil, ich bin drin. Ich bin einer von den Tequila-Leuten. Ich glaub das nicht. Wann habt ihr das denn gemacht? Gestern. Gestern. Sebert, muss noch mit dir sprechen. Ja? Du musst ein paar Bands klar machen. Lass mal telefonieren. Das ist ein Hit. Ey, Leute, ihr rockt. Viertel rockt. 52 Tequila. Nicht mein volles Lied. Geile Aktion, Leute. Wer ist immer dabei gewesen? Katha fragt übrigens immer noch nach dir. Wäre gern dabei gewesen. Ich auch. Schön, dass es wieder gut geht bei euch. Hatte mir Sorgen gemacht. Du bist wirklich dabei. Zieht sich anscheinend gerne vor der Kamera aus. Die haben mir K.O.-Tropfen gegeben. Ihr hättet ja mal Bescheid sagen können. Ich fühle mich total verarscht. Jetzt lenkt jetzt lieber in Münster. Ja, Pixel hat jetzt neue Freunde. Oh, verpiss dich. Ich bin von Suse enttäuscht. Trittet ihr auch auf? Bye, Pixelschatten. Danke für die 4000 Klicks. Ich könnte mir in die Hose pinkeln. Ihr seid die Besten. Das Beste ist, es werden immer mehr. Es gibt etwas, das du wissen solltest. Beim Videodreh hat mir Suse etwas verraten, was eigentlich geheim bleiben sollte. Aber ich finde es fair, wenn du das weißt. Scheiß auf den ganzen Stress. Ich habe mal überlegt, was ich wirklich will. Nach der ganzen Scheiße mit dem Video. Ja, das ist doch normal, das machen doch alle gerade. Ja, aber es ist gar nicht so einfach, oder? Also ich dachte jedenfalls, es sei einfacher. Egal. Ich gehe für ein Jahr nach Oslo. Nach Oslo? Ja, aber da regnet's doch den ganzen Tag. Naja,
Ich im nassen T-Shirt. Passt doch, oder? Jetzt sag doch was. Was soll ich denn dazu sagen? Ist toll für dich. Und du brauchst mich auch nicht um Erlaubnis fragen. Wir sind ja nicht zusammen oder so. Ja, klar sind wir das nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum du dich nicht gemeldet hast, meinte Suse dann. Warum du nicht gesagt hast, wohin du abgehauen bist. Ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt keinen Abend, an dem ich mich das nicht auch frage. Also, bei drei, okay? Okay. Also. Zwei. Drei. Scheiß auf den ganzen Stress. Komm, trink erstmal einen mit, mach dir keinen Kopf und sing diesen Hit. Warum sagst du das nicht einfach? Zwischen den Beinen ist vorbei. Irgendwie macht mich das traurig. Da ist inzwischen zu viel zwischen denen. Warum muss Pixel nicht ein einziges Mal ehrlich? Weil er ein egoistisches Arschloch ist. Suse hätte uns das mit Oslo ja auch mal sagen können. Jetzt wissen wir das über den Blog. Na toll. Suse ist auch ein egoistisches Arschloch. Dies ist deine letzte Chance, an meinem Leben teilzuhaben. Hier ist eine kleine Auswahl an persönlichen Dingen, die du haben kannst, wenn du dich meldest. Zu verschenken sind das alte Fahrrad, das bringt euch überall hin. Der kleine Teddy, zum Einschlafen perfekt. Die Lieblingsmütze hält jeden Kopf warm. Die Hanteln haben eh nichts gebracht. Der alte Fernseher, die Lieblingsbettwäsche, frisch gewaschen und kuschelig. Und der Hauptgewinn? Der Laptop, die Hauptzentrale von Pixelschatten. Jedes zehnte gewinnt. Siehst du jetzt auf einmal weg? Komm schon, Pixel, lass uns doch auf ein Bier treffen. Ich möchte dich echt mal sehen. Mir geht's wirklich schlecht. Kater, Kater, Kopfschmerzen. Du hättest dabei sein müssen. Dann hätte ich dir diesmal gezeigt, wie man richtig feiert. Was studierst du? Maschinenbau. Echt? Ja. Das sieht überhaupt nicht so aus. Nicht? Nee, besser. Dankeschön. Soll ich dir noch was verraten? Ja. Ich habe heute Geburtstag. Und ich bin dein Geschenk. Klar, was denkst du denn? Ja, weiß ich nicht. Hi, na? Hallo, na? Klar? Ja, bei dir? Alles super. Cool. Ich geh noch ein bisschen. Hey. Na? Hey. Alles gut? Ja, klar. Sehr schön, wir laufen runter. Gut, tschüss. Dann hast du schon einen? Nee, zeig mal. Ja, boah, die sind echt geil geworden. Hallo, habt ihr die schon? Hi. Hast du schon? Nee. Hattest du nicht die auf dem Video? Was? Auf dem Video Pixel Schatten. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Nein, alle meine Freunde haben das gesehen. Total geil. Alle deine Freunde haben von dir anlassen, Suse, oder was? Pass mal! Also, 52 Tequila! Mann, Suse, was ist denn los? Ist schon gut. Ey, tut mir wirklich leid. Danke. Keine Sorge. Ach, mir geht's gut.
ein Sammelbecken für eine Bande pseudo-elitärer Straßenkenner. Und sie gehen immer auf diese schlechten Uni-Partys und machen nur fokussiert, aber verkacken 100 Jahre. Und sie halten sich für klug, denn sie lasen mal ein Buch und hatten in Deutsch eine 1 in der Schule. Fuck you. In der Küche hängt ein Poster von Pulp Fiction, ihre Bude riecht nach Tod, doch sie sortieren ihre Stifte und markieren immer alles in den Büchern, die sie lesen. Und noch lieber als Tomte hören sie sich selber reden. Und sie kaufen sich Kaffee von unabhängigen Händlern, aber fressen für 2 Euro jede Scheiße in der Mensa. Und sie träumen von der Revolution während der Arbeit an der nächsten PowerPoint-Präsentation. Und sie rennen durch die Uni für ein paar sinnlose Scheine und stinken wie Scheiße, Studenten sind Schweine. Ey, wo wohnst denn du? Im Paradies! Ja? Okay, auf geht's. Also früher habe ich mir mal irgendwelche Dokus angeguckt, so Phoenix oder N24. N24, der Oberhammer. Ja, genau, irgendwelche, weiß ich, das größte Hotel in Saudi-Arabien. Nee, ich stehe ja mehr so auf Hitler. Hitler, oh, ja. Zweite Weltkrieg-Dokus, ja. Auch geil. Ich habe voll schöne Beine. Ich habe schon extrem lang nicht mehr gekotzt. Echt? Ja. Oh, nee. Sieht aber gut aus. Ich glaube, du ernährst dich gesund. Los, du komm. Ich habe abgeschlossen mit meinem Leben. Ich spüre schon vibrieren. Komm, Gott. Ja, diesen Winnetou-Film oder so, da legen die auch immer das Ohr so auf die Gleise und dann müssen die mal dazukommen. Boah, ich könnte aber auch einpennen jetzt. Oder so eine Winnetou-Reportage. Bett und Fernsehen. Mhm. Ja, gut. Hört sich nach dem Plan an. Coole Flyer, kann man da irgendwie mitmachen? Pixel, du Stecher. Der ist jetzt ein freier Mann. Münster is the place to be. Was ist die Uni? Fick die Uni, fick die Uni. Ihr hinterlasst Spuren. Warum sagt er, dass er Geburtstag hat? Das stimmt doch nicht. Ja, aber dann die mit den blonden Haaren und den Aufkleber. Da hatte jemand Spaß. War gut. Leute, hier stimmt was nicht. Rest in peace, Susi und Pixel. Der Typ ist krank. Sauber. Ich wünschte, ich könnte das. Robert und Pixel sind jetzt beste Freunde? Ja. Glaub nicht, was Pixel schreibt. Die anderen stecken mit ihm unter einer Decke. Wisst ihr noch, als er Dunja und Lutz für sein neues Projekt gewinnen wollte? Wir sind sein neues Projekt. Schaut euch das an. Caro, pack die Kamera. Oh, ich dachte, so kleine Filmchen gefallen dir, Suse. Caro. Was, Suse? Ich möchte rein. Es geht nicht. Warum nicht? Er will dich nicht sehen, hast du es nicht kapiert? Oh, aber er möchte dich sehen. Führt ihr jetzt eine offene Beziehung oder was? Geh einfach. Wir waren doch die Einzigen, die überhaupt irgendwas für Pixel Schatten getan hat. Und jetzt tut ihr so, als ob wir überhaupt nicht da wären. Was sagst du dazu? Komm jetzt, Caro. Ich möchte rein. Nein. Dieser ganze 52 Tequila-Scheiß. Caro, es ist alles in Ordnung. Du kannst einfach gehen, okay? Du bringst mich ganz durcheinander. Ich möchte jetzt rein. Nein, es geht nicht. Es geht nicht, okay? Ich hab dich lieb. Tschüss. Ist das dein Ernst? Ich dreh durch. Na los, feiern die irgendwas? Keine Ahnung. Geht doch nach Norwegen und dreht eure scheiß Pornos! Komm, wir gehen. An all die heimlich in mich verliebten Groupies. Es war eine schöne Zeit mit euch. Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Wie geil. Kennst du das? Ich kenn's nicht, nee. Ich hab's noch nie gesehen. Oh, was Kaffiges.
Morgens 7:30. Pixel beim Frühsport. Okay. Und? Ganz nach oben. Willst du sagen? Naja, wo das wegkommt. Ach ja, die übrigen Sachen, die haben wir zu Pixels Papa nach Dortmund gebracht. Helmut. Und wie ist es so, alleine zu wohnen? Ich hab mich ja eh schon dran gewöhnt. Ja, die neue Wohnung ist dann toll, oder? Also winzig, dunkel. Ja, immerhin. Super. Hm. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Und? Das ist Caro. Hey, irgendwann ist auch gut, ne? Soll ich mit der reden? Nee, wenn du so drauf bist, dann gehe ich lieber drauf. Okay. Ja, wenn du meinst, so sag Bescheid. Jetzt? Jetzt. Ja. Alles klar bei dir? Ja, geht schon. Ja. Unterstützung. Gehen wir nach Norwegen und drehen uns kein Porno! Was hat das denn? Das ist Feier. Die steht da und filmt. Ja, voll am Rand. Ja, voll. Total durchgeknallt. Ist sie weg? Habt ihr das? Ja, ja, die ist los. Okay. Suse? Ja? Das ist für dich. Warum? Also... ja, von uns drei. Okay, ich mach auch. Mhm. Ja, komm. Ja, los. Nee. Ja. Wir dachten, Norwegen ist eine gute Gelegenheit. Also die nicht zu versteigern. Altes Stück. Tja, jetzt musst du ganz, ganz viele Videos machen. Mhm. Genau. Ein paar sind schon drauf. Wir haben das ganze Ding voll gemacht mit unserem Kram. Ja, kannst du dir drüben alles angucken. Das mache ich. Freust du dich? Ja, voll. Ich bin nur... Hey, los. Auf Oslo. Ja. Ja. Ah, danke. Auf Oslo. Uns. Ja, auf uns. Auf euch. Auf uns. Caro geht ab. Caro? Groupie forever. Wo geht's hin, Pixel? Caro hat recht. Irgendwas stimmt hier nicht. Soll's nur eine Abrissparty geben? Die Party kommt schon bald. Das passt alles nicht zusammen. Was? Das war schon komisch da vor der Tür. Caro macht mich verrückt. Die ist total durch. Pixel hat mit dem neuen Block seine Seele verkauft. Die hat gestern viermal angerufen. Was hast du ihr gesagt? Dass sie uns nicht dabei haben wollen. Sieht er jetzt auch nach Münster? Oslo ist auch nicht Vielleicht schlecht. Sieht er auch nach Oslo. Aber irgendwas war komisch mit Soße. Das mit der Kamera war ganz Nachdem süß. Er mit einer anderen im Bett war. War gut. Und was heißt das nun für Pixelschatten? Das wird grandios. Bin sowas von dabei. Bin dabei. Freu mich. Och nee. Fahrt von Trier ist leider zu teuer. Sind auch dabei. Kann ich, bin das Wochenende weg. Wir auch. Aber wird gut. Vielleicht zeigt sich Pixel mal. Ich hab gehört, da treten Bands auf. Wahrscheinlich gibt's im Blog nur noch um genug Leute aufs Pixelfest. Das ist eine einzige Verarsche. Niemand hat Pixel bis jetzt gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ich auch. Ich auch. Die erzählen doch nur Lügen. Geh trotzdem hin. Ist mir egal. Ich auch. Wahrscheinlich war das Sextape auch geplant. Dann hat's ja funktioniert. Pixel, I love you. Sauber. Pixel, I love you. Ihr könnt mich alle mal. Und Schwester Herz, du solltest deinen Laptop nicht rumliegen lassen, damit die kleine, dumme Caro nicht eure heimlichen Bums-Videos findet. Hast wohl dieses hier beim Löschen vergessen. Vielleicht geilst dich ja auch auf. Stört dich das? Na ja, also stört dich das? Nein. Also, ich
frage mich aber, warum es sich nicht verändert. Ich finde auch nicht, dass wir uns jetzt so stark verändert haben. Nein, also für mich hat sich schon viel verändert. Ja, was hat sich denn für dich verändert? Naja, ich studiere. Das ist schon... Du studierst, aber du bist trotzdem noch mit den gleichen Leuten unterwegs. Geht das schon, aber der Weg, den ich gehe, also mein Ziel hat sich verändert. Und es ist ein anderes geworden. Als meins, oder? Nee, was ist dein Ziel? Also behauptest du jetzt wieder, ich hätte kein Ziel? Ja, wenn du es so willst, behaupte ich das irgendwo. Ist es so? Tja, von mir aus. Ich finde das nicht schlimm. Wie, das ist okay für dich? Ja. Außerdem habe ich ja dich. Dank an alle für diesen schön verregneten Tag. Ihr habt ihn zu was ganz Besonderem gemacht. Wir hatten Angst, dass keiner kommen würde, vor allem bei dem Wetter. Aber dann ist was Einzigartiges draus geworden. Geiles T-Shirt. Hey. Na? Sag mal, wo ist Pixel, ne? Keine Ahnung, wo ist Pixel, ja, keine Ahnung. Ich finde, Dunja hat es echt geil hingekriegt. Ja, es sieht super aus. Ja, voll. Richtig klasse. Jetzt noch Sonne oder so und dann... Ja. Ach, das wird schon. Ja, ich glaube auch. Das wird ein Kracher. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Kracher. Jawohl. Yeah. Na? Sieht gut aus, oder? Ja. Rappenscharf. Schade, dass wir sowas nicht haben. Echt total schade. Woo! Nice ass. Hey. Sorry. Guck mal. Das ist deiner, das ist deiner. Guck mal, fein. Robert, Robert. Kommst du jetzt raus? Nein. Oh, komm, Robert, komm raus. Nein. Komm jetzt. Ich mach mich doch hier nicht zum Affen. Nicht, nein, das sieht nicht gut aus. Ich seh das von hier oben. Komm raus, du Lusche. Komm jetzt. Okay. Okay. Er kommt, er kommt, er kommt. Super, dreh dich mal. Ja. Yeah. Ja, aber die Schuhe, die passen ja. Da brauchst du noch so Ballettschütchen zu. Ja, wunderbar. Und wie geht's dem kleinen Robert? Zwickt's? Sitzt alles. Sitzt perfekt. Kann sich nichts mehr bewegen, oder? Ja. Du Hochseilartist, du. Ich bin männlicher denn je. Echt? Du sahst auch noch nie männlicher aus, wenn ich das sagen darf. Oh, scheiß Karo, komm. Oh, fuck, ich bin weg. Nein, die ist voll. Hi, Caro. Was ist hier los? Nix. Wie nix? Nix. Anscheinend sind gerade alle von mir weggerannt. Die haben da drin irgendwie Probleme. Die mussten aufs Klo ganz dringend. Ich glaube, die haben was Falsches gegessen oder so. Hallo, auf einmal. Ja. Hör auf, mich anzulügen. Gut, die Soße. Wir haben Sex da drin, okay. Soße. Oh. Hör auf mit dem Scheiß. Was ist los mit dir? Mit euch allen. Ach, jetzt heul doch nicht gleich los. Caro, komm, geh nach Hause. Warum soll ich nach Hause gehen? Erklär mir verdammt nochmal, was los ist. Ach, Caro, das mache ich dann. Jetzt komm. Wann dann? Mir geht's so scheiße, das weißt du. Und ich will wissen, was los ist. Wir sind Schwestern. Mama, Caro, Susa, erklär dir das mal was anders. Ich möchte es jetzt wissen. Die sind gerade auf dem Klo. Und Susa! Caro, komm, ich erklär's dir wirklich mal anders, okay? Das sagst du seit Tagen. Mann! Caro, bitte, du bist ja auf dem Männerklo, ja? Boah, guck mal, halt doch die Fresse, ey. Wir verarschen die alle die ganze Zeit. So, jetzt mach doch hier nicht so eine Szene. Ach komm, Caro, jetzt hau ab! So Leute, das Wetter spielt nicht ganz so mit, aber ich hoffe, ihr spielt alle mit und jetzt spielen Sebastian Witte und Theresia. Ich wünsche euch allen viel Spaß und feiert schön.
Ich hab etwas gebaut, es ist enorm komplex. Siehst dir einmal an, es läuft von ganz allein. In diese Konstruktion hab ich Jahre investiert. Morgen kommst du wieder und sieh dich hier nochmal. Und alles, was von mir bleibt, sind die Geschichten, die wir über dich und ein neues Leben erfinden. Die Erde tat sich auf und hat sich einfach verschluckt. Die Stelle, an der du schliefst, wird sich nicht an dich erinnern. Unglaublich schön. Und ich finde, wie geil die Leute sich freuen und trotzdem Wetter irgendwie. Alle sind total fröhlich. Voll und die Seifenblasen. Ja, und die Seifenblasen. Das hier ist für Pixel. Wo immer du auch bist. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das jemals in meinem Leben tue, aber wer das Lied kennt, darf ja mitsingen. Bei mir ist die Stimmung hier so, dass der Satz mir jetzt rausgerutscht ist. Alles klar, jetzt geht's los. Alles zu viel. So, mit dem Ganzen. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß, krass, was du meinst. Ja, aber wir schaffen das zusammen, ja? Okay. Als ich Suse da sitzen sah, da habe ich mich gefragt, wer du eigentlich bist. Was für ein Mensch sowas mit einem anderen Menschen macht. Ich weiß aber auch nicht, was zwischen euch beiden damals passiert ist. Und ich glaube, das sollte auch keinen anderen was angehen. Was ich weiß, ist, dass wir Pixelschatten mit einem Knall katapultiert und beendet haben, so wie du es immer wolltest. Und dass du, Pixel, gerade den besten Tag deines Lebens verpasst hast.
Es funktioniert. Ich hätte vorher nicht gedacht, dass das alles möglich ist. Das war eine unglaubliche Energie. Pixelschatten bringt all die Leute hier zusammen. Es ist etwas ganz Neues entstanden. Auch wenn es auf eine Lüge aufbaut. Entschuldigung, könnt ihr noch mal kurz bisschen leiser sein? Also als diese Scheiße mit dem Block passiert ist, da ist er einfach abgehauen. Und dann irgendwann hat Dunja angefangen, den Block weiterzuschreiben, um ihn zu provozieren. Und damit er sich mal meldet. Aber das hat er bis jetzt auch noch nicht getan. Nee. Ja, irgendwann hat Lutz dann mitgeschrieben. Und dann haben wir auch irgendwann Susu dazu gekriegt, noch mitzumachen. Ja. Vielen Dank euch allen. Fürs Kommen und so. Thank you.